und grüß Gott hier zum Ländertag im Bregenzer Festspielhaus. Heute ein Gast aus dem Skisportbereich, der neue Cheftrainer des WSV, Matthias Berthold. Hallo. Hallo. Seit 22. März sind Sie in aller Munde in Ski Österreich. Da wurden Sie vorgestellt als neuer Skiherrentrainer. Wie läuft es derzeit? Ja, läuft gut. Also die Zeit seit dem 22. März ist wie im Flug vergangen. War natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Ich habe sehr viel umgestellt. Einerseits, was die Trainerzusammenstellung betrifft, die Teamzusammenstellung auch von den Athleten her. Die Systeme haben sich sehr geändert oder ich habe sie versucht zu ändern. Neue Sachen mit hineingebracht, den Nachwuchs und den Europacup aufgewertet und dementsprechend war natürlich sehr viel Arbeit jetzt da. Sie sind schon seit längerer Zeit Trainer, waren aber lange weg vom ÖSV. Wieso jetzt die Rückkehr? Ich denke, es gibt für alles eine gewisse Zeit, wo Dinge dann passen und so war es jetzt eben. Ich war, wie du gesagt hast, sehr lange im Ausland tätig, bin auch nicht jetzt im österreichischen System groß geworden, was meine Trainertätigkeit betrifft. Und als jetzt eben Ende der letzten Saison beim Weltcup-Finale dann ein Gespräch stattgefunden hat, zwischen dem Alpin-Direktor und dem Präsidenten des österreichischen Skiverbandes und mir. Und da habe ich dann eine Woche Zeit gehabt, mir das Ganze durch den Kopf gehen zu lassen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen. Also die Rückkehr zum ÖSV. Sie waren vorher schon einmal 4 Jahre lang Trainer der Damen. Ja, ja, ja. War es vielleicht so, dass der Prophet im eigenen Land nichts zählt? Würde ich nicht sagen. Also es war damals eine teilweise sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Dann haben wir allerdings auch Schwierigkeiten gehabt natürlich, sportliche Schwierigkeiten. Die Mannschaft war im Umbruch, es hat ein Generationswechsel stattgefunden. Ich wollte denn damals diese Aufgabe nicht machen. Zu dem Zeitpunkt in meiner Karriere war ich nicht daran interessiert, jetzt ein junges Team aufzubauen, sondern hatte eben andere Prioritäten für mich gesetzt und habe dann mich eben entschieden, ins Ausland zu gehen. War dann ein Jahr in Amerika bei der Damenmannschaft und dann jetzt eben 7 Jahre lang in Deutschland. Begonnen hat Ihre Trainerkarriere aber in Großbritannien. Wie das? Großbritannien ist nicht gerade als die Überskination bekannt. Richtig, ja. Also Großbritannien war meine erste Trainerstation. Das entstand so, dass ich damals eben mich irgendwo entschieden habe, Trainer zu werden. Dann mit einigen Trainern und Kollegen geredet habe. Habe gesagt, du verbreitest das Wort einmal jetzt im Skigeschäft, dass ich eben Trainer werden möchte. Und dann ist das Angebot gekommen, habe mir das angesehen damals und mich dann eben entschieden, nach Großbritannien zu gehen. War eine super schöne Sache. Habe damals den Alan Baxter, der dann später die Bronzemedaille gewonnen hat, in Salt Lake City quasi aufgebaut, als jungen Athleten übernommen und war eine sehr, sehr gute Zeit. Wir waren auch sportlich sehr erfolgreich. Allerdings findet das natürlich nicht im Rampenlicht statt, denn die Athleten waren damals Nummer 800 bis 1000 in der Welt und waren halt dann nach 2 Jahren waren sie 50. oder 80. und so. Aber war eben gut und dadurch wurde dann der österreichische Skiverband aufmerksam auf mich und so kam ich dann eben zum österreichischen Skiverband. Wie kann man sich das Training in Großbritannien vorstellen? Wird das auch in Österreich zum Teil auch absolviert? Es wird hauptsächlich in Österreich gemacht, das Training. Ich habe damals in meinem Heimatort Gargellen als alpinen Stützpunkt des britischen Skiverbandes eben gemacht und wir haben eigentlich vom Ländl aus die ganzen Weltcuprennen, Europacuprennen, was auch immer am Programm stand, eben beschickt und haben das von hier aus gemacht. Sie haben es vorher erwähnt, der Wechsel zum deutschen Skiverband war eine Erfolgsgeschichte schlechthin. War eine Erfolgsgeschichte mit holprigem Start, würde ich sagen. Also ich kam nach Deutschland, war damals Riesenslalom-Trainer. Das war am Anfang sehr gut. Ich hatte Athleten wie die Martina Ertl zum Beispiel, die Maria Risch als ganz junge Athletin war damals mit dabei. Und wir haben eigentlich von Anfang an sehr, sehr große Erfolge gehabt. Dann allerdings sind die erfahrenen Stars, sage ich einmal, in Deutschland zurückgetreten. Und wir hatten eine sehr junge Mannschaft, Leute mit 15, 16, 17 Jahren. Einzig die Maria war ein bisschen älter, allerdings hatte die zwei sehr schwere Verletzungen zum damaligen Zeitpunkt und von dem her war es am Anfang extrem schwer. Allerdings muss ich sagen, die Sportführung ist voll hinter meinem Programm gestanden. Die Medien waren zwar kritisch, aber fair und so hatten wir die Chance, eben dann ein gutes Team aufzubauen und die letzten beiden Jahre waren natürlich sehr, sehr erfolgreich für uns. Waren Sie zu dieser Zeit dann bereit für die Youngsters? Richtig, ja, absolut. Also das war dann eine Aufgabe, die ich
die ich wollte, in der ich mich sah eigentlich, in der Rolle sah ich mich damals und habe das mit sehr viel Freude und sehr viel Einsatz dann gemacht. Und also es sind 7 ganz fantastische Jahre gewesen, auf alle Fälle. Gekrönt dann zum Schluss mit den 3 Medaillen in Vancouver. Richtig, ja, man muss sagen, es war das letzte Jahr schon bei den Weltmeisterschaften in Val d'Isère, haben wir 2 Goldmedaillen gewonnen mit der Maria Riesch und mit der Kathi Hölzl. Das war schon wirklich fantastisch. Also ich habe die Mannschaft eigentlich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so weit gesehen. Dennoch haben sie mich eines Besseren belehrt, Gott sei Dank. Und die jetzt eben abgelaufene Saison war dann wirklich fantastisch. Die 3 Goldmedaillen bei Olympia, das war natürlich das herausragende Ergebnis oder die herausragenden 14 Tage des letzten Winters für uns. Dennoch war auch die ganze Saison über. Also wir haben sehr viele Weltcuprennen gewonnen, die kleinen Kristallkugeln im Slalom und im Riesenslalom gewonnen. Also es war wirklich eine Erfolgsstory letztes Jahr und das hat irgendwie eine von Anfang Saison gleich eine Eigendynamik angenommen, die so nicht zu erwarten war und von der wir alle natürlich sehr positiv überrascht waren. Waren die Erfolge vielleicht auch ein Grund für den Wechsel schlussendlich? Besser geht's nicht mehr? Ja und nein. Wenn die Erfolge nicht da gewesen wären, hätte ich wahrscheinlich das Angebot nicht bekommen, die Herrenmannschaft zu übernehmen. Und allerdings war für mich oder ist für mich die Abfahrt, das Programm war eigentlich abgeschlossen in Deutschland. Wir haben ein 4-Jahres Konzept aufgestellt, wo wir hinwollen, was wir erreichen wollen. Das war dann eigentlich erledigt, positiv abgeschlossen. Und man hätte sich auch jetzt in Deutschland völlig neu orientieren müssen. Die Ausgangssituation ist jetzt natürlich eine andere wie vor 4 Jahren. Und so sah ich die Arbeit als abgeschlossen und war eben bereit, etwas Neues zu machen. Was sind denn die Unterschiede zwischen zum Beispiel dem deutschen Verband und dem österreichischen? Österreich deklariert sich gerne als Skination Nummer 1. Ist das auch so? Österreich ist sicherlich die Skination Nummer 1, wenn man auf die Ergebnislisten sieht, auf alle Fälle. Von den Strukturen her, von der Organisation her, denke ich, steht der deutsche Skiverband dem österreichischen jetzt nichts nach. Wird sehr, sehr professionell gearbeitet natürlich und kann ich jetzt im Moment nur sehr, sehr wenige Unterschiede sehen. Kommen wir zu Ihnen, Ihre Privatperson, schon seit klein auf mit dem Skisport verbunden? Ja, natürlich. Wenn man in Gergellen groß wird, dann da gibt es eigentlich nicht viel anderes als Ski zu fahren. Keine Ahnung, wie man mir erzählt, mit 2 Jahren angefangen mit dem Skifahren, hat mir gleich ganz geschickt angestellt, scheinbar. Und so ist eines zum anderen gekommen. Bin dann eben in Schruns in der Skihauptschule gewesen, dann Skigymnasium in Stams. Und das ist so der normale Weg, den man jetzt als Sportler in Österreich durchläuft. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit, in der man natürlich geprägt wird für sein Leben. Klar, der Sport ist eine ganz tolle Sache. Und habe die Schritte durch Nachwuchsmannschaft, Europacup-Mannschaft gemacht, habe dann, die Europacup-Gesamtwertung im Slalom einmal gewonnen, dann in den Weltcup. Und da ging es eine Zeit lang sehr, sehr gut. Dann irgendwann einmal kam so ein bisschen ein Bruch, in dem ich Schwierigkeiten hatte. Und habe mich dann eben entschieden, nach Amerika zu gehen. War dann 6 oder 7 Jahre in Amerika auf der Profitour, was für meine momentane Tätigkeit als Trainer eine sehr, sehr wichtige Zeit war. Habe ich sehr viel gelernt, sehr viel, das eben jetzt von Nutzen ist. Und dann eben, wie wir vorher schon gesagt haben, Einstieg in das Trainergeschäft beim britischen Skiverband. Was nimmt man da zum Beispiel mit aus Amerika, was Sie jetzt brauchen können? Sehr, sehr viel. Also ich war da eigentlich ja, Trainer, Rennläufer, Reisebüro, Servicemann, ich war eigentlich alles in einer Person. War selbst im Prinzip selbstverantwortlich, ob ich jetzt gut war oder schlecht war und war sehr erfolgreich dort in Amerika. Und ich habe mir dann irgendwann einmal gedacht, ja, wenn ich mich selbst eigentlich so managen kann und trainieren kann, dann müsste das eigentlich auch möglich sein, andere Leute gut zu trainieren und gut vorzubereiten. Und so kam der Gedanke dann, irgendwann mal Trainer zu werden. Der große Unterschied zwischen Amerika und dem Weltcup ist, dass in Amerika parallel Slalom gefahren wurde. Ist das Duell Mann gegen Mann auch ein besonderer Reiz? Finde ich schon, ja. Es ist ein super Format, um Skisport zu betreiben.
Wir haben jetzt beim Weltcup-Finale in Garmisch, dieser Team-Event wurde in diesem Format durchgeführt. Ist eine tolle Sache, ist aufregend. Man sieht eigentlich, der Erste, der die Ziellinie überquert, der hat einfach gewonnen. Und so ist es auch für Leute, die sich jetzt mit dem Skisport sich nicht so gut auskennen, klar ersichtlich, wer dann gewinnt und wer verliert. Von dem her ist es, denke ich, ein super Format und ich würde es mir wünschen, wenn das jetzt auch wieder im Weltcup ein bisschen mehr Einzug halten könnte. Wir haben auch zu Beginn der Saison in Moskau ein Parallelrennen gehabt, das sehr gut angekommen ist dort. Da waren sehr, sehr viele Zuschauer und war perfekt organisiert. Ich denke, irgendwo ist das ein bisschen die Zukunft auch, dass man vielleicht mit solchen Rennen in die großen Städte geht, in Europa oder auch in Amerika und solche Events da macht. Also sollte der Skisport generell zu den Leuten gehen, anstelle die Leute auf die Berge? Würde ich jetzt so nicht sagen. Ich denke, es wäre gut, wenn man ein- bis zweimal zu den Leuten geht, in die Städte. Das muss natürlich sehr gut gemacht sein. Es sollte Werbung für den Skisport sein, um die Leute dann in die Berge zu bekommen vermehrt. Um Urlaub zu machen, um den Skisport auszuüben und um eben auch zu kommen und unsere Rennen anzusehen. Ein Highlight in jedem Skisportwinter ist das Event in Kitzbühel. Dort haben Sie Ihren größten Erfolg zum Beispiel im Weltcup gefeiert mit dem zweiten Platz. Denken Sie immer noch an dieses Ereignis zurück? Nein, ich bin jemand, der nicht in der Vergangenheit lebt. Ich sehe es zwar immer wieder, wenn ich jetzt mal irgendwo in Fernsehstudios eingeladen bin, dann wird das eingeblendet. Dann denke ich mir, oh Gott, wie sind wir früher Ski gefahren? Aber es war natürlich vom Material her sehr schwer damals. Und ich denke da nicht zurück. Eigentlich überhaupt nicht. Meine Gedanken sind eher jetzt in Richtung nächstes Jahr Kitzbühel gerichtet, wo wir natürlich erfolgreich sein wollen. Sie haben eben die Zukunft angesprochen. In der Vergangenheit war Österreich immer eine Abfahrernation mit Hermann Mayer und so weiter. Wie soll es für die Zukunft ausschauen? Ich hoffe, wir sind dann nicht nur eine Abfahrtsnation, sondern eine Skination. Also ich wünsche mir schon, dass wir in allen Disziplinen erfolgreich sein werden. Wir haben eine sehr gute Mannschaft, die uns jetzt einmal kurzfristig, denke ich, einen guten Erfolg sichern kann. Dennoch klafft hinter dieser erfolgreichen, mehr oder weniger erfolgreichen Mannschaft ein relativ großes Loch zu den jungen Burschen. Und dieses Loch, und das ist für mich jetzt von sehr, sehr hoher Wichtigkeit, dieses Loch muss jetzt so schnell wie möglich geschlossen werden, damit wir bis Schladming 2013 bzw. Sochi 2014 Olympische Spiele, dass wir da eine sehr schlagkräftige junge Mannschaft zusammen haben. Was hat man da falsch gemacht in der Vergangenheit? Es liegt jetzt nicht an mir, diese Dinge zu kritisieren. Ich habe mir das angesehen, habe mir meine Meinung gebildet, die ich auch für mich behalten möchte. Ich hätte gewisse Dinge etwas anders gemacht. Dennoch darf man nicht kritisieren, denn die Zeit war sehr erfolgreich. Nur ist eben der Unterbau für die Weltcup-Mannschaft ein bisschen weggebrochen. Und das versuche ich jetzt eben mit den Trainern zusammen, mit dem ganzen Team zusammen, so schnell wie möglich wettzumachen jetzt. Einer, der vielleicht ein Versprechen für die Zukunft sein könnte, ist Ihr Sohn, Fredrik Berthold. Auch er hat Aufnahme im Kader gefunden. Ja, er ist schon, ich glaube, das dritte Jahr dabei, hat sich sehr gut entwickelt aus dem Vorarlberger Landeskader in den ÖSV Nachwuchskader, jetzt B-Kader, letztes Jahr schon B-Kader, heuer wieder B-Kader. Hat sich am Anfang sehr, sehr rasant und sehr, sehr positiv entwickelt. Im letzten Jahr war ich jetzt nicht so zufrieden, also da ist in der Entwicklung etwas hängen geblieben. War ich eigentlich nicht zufrieden mit ihm. Er ist zwar Junioren-Vize-Weltmeister geworden, dennoch denke ich, könnte er mehr aus seinen Möglichkeiten oder aus seinem Talent machen. Und dementsprechend muss er jetzt einfach ein bisschen härter arbeiten, wie er das gemacht hat, und konsequenter sein. Und dann denke ich, vom Talent her hat er sicherlich die Möglichkeit, wie auch alle anderen Jungs, die in seiner Mannschaft sind. Denn wenn man mal so weit kommt, wie die jetzt sind, dann haben sie einfach ein Talent und haben etwas. Und die müssen zusammen jetzt wirklich arbeiten und sich nach vorne entwickeln. Generell gesehen der Nachwuchs, gerade in Vorarlberg. Früher war ja Vorarlberg eine der Bundesländer im Skisport in Österreich. Auch da hat es nicht mehr den Nachschub gegeben, den es früher mal gab. Bei uns jetzt in den Kadern,
im Nachwuchskader speziell sind wir mit einigen sehr guten Vorarlbergern vertreten. Und ich denke, das Ganze ist immer so ein bisschen in Wellenbewegungen, einmal ist mehr, einmal ist weniger. Sicherlich lief einiges nicht ganz rund in den letzten Jahren. Dennoch, ich denke, seit 4, 5 Jahren sind sie auf einem sehr guten Weg hier. Ich betrachte das jetzt neutral und habe jetzt da eigentlich gute Hoffnung, dass wenn die Arbeit so weitergeführt wird im Landesskiverband, dass da vermehrt wieder gute Athleten herauskommen. Wenn wir jetzt in die nahe Zukunft blicken, auf was dürfen sich die Skifans in Österreich freuen? Sie dürfen sich freuen auf eine sicherlich motivierte Herrenmannschaft, das kann ich so sagen. Ich kann nicht garantieren, dass wir erfolgreich sein werden. Erfolgreich werden wir sein, aber ob wir an die Erfolge anknüpfen können, die man vor 10 Jahren gehabt hat, als man wirklich absolut dominiert hat alles. Es geht sicherlich dahin, dass wir diese Vormachtstellung wieder haben möchten, dass wir in allen Disziplinen ganz vorne sein möchten. Dennoch, Erfolg ist irgendwo planbar, denke ich. Man ist allerdings von vielen Faktoren abhängig und wenn diese Faktoren zusammenpassen, dann können wir sicherlich einiges erreichen. Aber viel Arbeit wird dahinter stecken. Auf alle Fälle, das ist wie im normalen Leben. Je härter man arbeitet, je qualitativ besser man auch arbeitet, desto erfolgreicher ist man. Wünsche ich viel Glück Ihnen und auch der ganzen österreichischen Mannschaft. Ja, danke schön. Das war also der Ländle-Talk hier aus dem Bregenzer Festspielhaus mit dem Herrn Cheftrainer Matthias Berthold.